Oh, ich nehme den Arm. Naja, das kann ich ja sowieso rausschneiden. Okay. 3, 2, 1. Los. Ah, hallo. Hallo. Hier ist wieder der Brötchmann. Und das ist jetzt schon mein 888 Video-Spezial. Genau. Ich darf euch zeigen, wie man einen ganz super tollen Mega Desktop-Hintergrund herstellt. Ganz einfach und so, dass einfach. Ach, und dann werden alle neidisch. So. Ja. Als erstes öffnet ihr eine BMP-Datei. Und dann nehmen wir die Lupe und gehen ein bisschen ranzoomen. So, jetzt machen wir es so klein, ne? So etwa. Und jetzt macht ihr das bunt. Nee, da habe ich mich vertan. Moment. Das machen wir erstmal wieder, weil sonst ist das blöd. Ah. So, okay. Und wenn ihr. Okay, ich bin jetzt fertig. Jetzt müsst ihr das nur noch speichern. Ah. Oh. Oh. Ich habe gerade auf. Ich habe, ne, auf nicht speichern habe ich gedrückt. Deswegen mache ich das jetzt nochmal ganz, ganz schnell nochmal. Seht, so schnell geht das. Ich nehme nochmal ähnliche Farben. So, diesmal speichern wir aber unter dies ist mein Back. Okay, jetzt haben wir das gespeichert und jetzt müssen wir das noch als Desktop-Hintergrund anzeigen lassen. Das geht unter Rechtsklick, Öffnen mit, nee, Verknüpfung erstellen, oh nee, auch nicht. Okay. Wie geht das jetzt? Bildschirmschoner. Nee. Ach hier. Da. Wo habe ich das jetzt denn gespeichert? Okay, hier habe ich's. Und wie ihr seht, habe ich jetzt einen super tollen Hintergrund. Nein. Das ist mein Fraps. Und wie ihr seht, habe ich jetzt einen super tollen Hintergrund. Okay, ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Und macht das schön nach. Bis zum nächsten 888. Video. Da habe ich mich aber echt gut getan. Aber ich darf nicht vergessen, das Ganze am Ende hier rauszuschneiden. Das ist ja völlig kacke.